Die Friedrichstraße beginnt unten in der Spießgasse und zieht sich bis hierher in die Kurve zur Ernst-Ludwig-Straße. Ist also gar nicht so lang und eigentlich sagt man, oh, ist auch nichts Besonderes. Aber es ist doch was Besonderes in dieser Straße. Nämlich es gibt zwei Namen, die die Friedrichstraße doch bemerkenswert machen. Und zwar Elisabeth Langese, die rheinhessische Schriftstellerin. Und der andere Name ist der Karl-Heinz Kipp, Begründer des Massa-Imperiums und ein geborener Alzeyer. Das ist jetzt das erste Haus hier in der Friedrichstraße und zwar Nomen est Omen. Man sieht schon oben am Haus ein Hirschgeweih und wer hat hier mal gewohnt früher? Der Oberförster von Rheinhessen. Und später ist hier das Forstamt eingezogen und das Forstamt ist heute noch hier drin. Jetzt stehen wir hier vor dem Haus Nummer 17. Ein wunderschönes Haus im Stil der Neurenaissance gebaut und zwar von dem Stadtbaumeister Schmidt. Und es war schon vor über 100 Jahren, zwar 1893. Und das Besondere an dem Haus, nicht nur weil es schön aussieht, nein, hier ist auch eine berühmte Alzeyerin geboren, und zwar die Elisabeth Langese. 1899 kam sie hier auf die Welt und hat hier ihre ersten Kinderjahre, kann man sagen, verbracht. Dann sind sie 1909 nach Darmstadt weggezogen. Das Haus war schon immer ein gehobenes Niveau, sagt man. Da wohnt der Kreisbaumeister, hat hier gewohnt und anschließend auch in den 50er Jahren war eine Arztpraxis da drin und vorher glaub schon, und zwar von der Familie Schlink. Der Dr. Schlink hatte hier seine Arztpraxis gehabt. Wie man ja sieht, die Friedrichstraße ist heute und schon immer sehr belebt gewesen und ein Matzverkehr. Und auch schon damals, wie es noch nicht so viele LKWs und Autos gab, sind die Alzeyer Mädchen und Buben sind hier Schlitten gefahren, wenn im Winter der Schnee gelegen hat. Und die Fuhrwerke haben sich hier hochgeschafft und gequält. Es war sehr steil und hat sogar ein Anwohner mal da unten ein Schild hingemacht, hat mir jemand erzählt. Und zwar stand drauf, schonet die Zugtiere, weil dann die Fuhrleute dann manchmal so auf die Pferde eingedroschen haben, dass es sogar den Leuten wehgetan hat, wenn sie das gehört und gesehen hatten. Und jetzt stehen wir vor dem Haus, das dem der Friedrichstraße hier eigentlich den Namen gegeben hat, Casino Berg. Und zwar stehen wir vor dem Casino. Es ist ein wunderschönes Gebäude und es wurde von der Alzeyer Casino Gesellschaft im 19. Jahrhundert hier errichtet. Hier wurden große Feste gefeiert und Veranstaltungen durchgeführt. Und die Alzeyer Casino-Gesellschaft, das waren so die bessere Leid, wie man sieht. Die Haute Volaute oder die Hot Volley, die 103 gefeiert. Die anderen 100 in der Stadt gefeiert, in eine andere Feststelle, aber das ist eine Sache. So war das doch. Später war hier das Gasthaus zur Erholung drin. Und zwar war das der Ernst und die Betty Eckel. Die hatten hier ein schönes Lokal. Der Sohn davon war Koch und Konditormeister. Und dann konnte man dann im Garten, da ist ein wunderschöner Park hinten dran, da konnte man
Kaffee und Kuchen esse. Es war wunderschön für die Alte. Ja, dann ging die Zeit so rum und noch im Krieg waren die Amerikaner da. Die haben dann hier in dem schönen Casino, in dem schönen Saal, haben die dann ein Lazarett eingerichtet. Und später haben die Franzosen, die hier nebendran im alten Gesundheitsamt ihr Hauptquartier hatten, den Park beschlagnahmt, dass ihre Kinder da spielen konnten. Und als dann später die Betty Eckel, die Frau Eckel, gestorben war, hat der Karl-Heinz Kipp hier zugegriffen. Und zwar hat er das Casino gekauft für damals, glaube ich, 60.000 Mark. Es war ein richtig Schnäppchen. Und das war der Anfang des großen Imperiums von Skippe. Und zwar waren dann hier die Kleiderwerke Karl-Heinz Kipp und die Alfred Masser Textilgroßhandel ist hier gegründet worden und nahm hier den Anfang. Ja, so war das. Und der Herr Kipp hat dann hier jetzt mal Platz gehabt, um seinen Großhandel auszubauen. Und außerdem hatte er natürlich wieder eine super Idee damals nach dem Krieg. Er hat eine Textilfabrikation aufgezogen. Und zwar hat man hier Kittelschätze genäht. Und zwar in ganz großem Stil, so wie das der Herr Kipp hier immer gemacht hat. Angefangen hat es in einer kleinen Baracke hinne. Und dann wurden die Kittelschürze hier von den Alser Mädchen genäht. Es wurden immer mehr. Es wurde hier sogar ein Anbau noch mal erstellt. Zwei Stockwerke, da wurde genäht. Gegenüber wurde noch mal angebaut. Und jetzt erinnere ich mich noch an eine Sache, wie ich noch ein kleiner Bub war. Meine Mama, die hatte Maschinenstrickerei und hat immer Reißverschluss und Knepp und Woll und so weiter gebraucht. Und da hat sie mich immer geschickt, dass ich da ins Kippe einkaufen gehe. Jetzt stehen wir hier noch im Eingang von dem Casino. Und mit der Zeit ist es ja hier immer enger geworden. Die Schützenproduktion ist gelaufen, der Großhandel hat sich ausgeweitet. Und dann, 1964, hat der Herr Kipp dieses markante Gebäude bauen lassen, und zwar das Hochhaus. Und das war was ganz Besonderes, sogar in der Bundesrepublik, die Bauweise. Und zwar haben die zuerst diese Türme hochgezogen, wo das Treppenhaus und der Fahrstuhl drin war. Und dann hat man im Erdgeschoss quasi unten die Decken gegossen und hat die hochgezogen, eine nach der anderen. Und ruckzuck stand das Hochhaus hier, wie es jetzt heute noch da steht. Ich kann mich noch erinnern, dass dann hier immer der Teufel los war. An jedem Wochenende war hier noch Verkehrsstau vor dem Hochhaus da. Da war auch noch eine Tankstelle mit einer Waschhalle. Und da hat es billig Benzin gegeben. Also es hat immer alles billig gegeben. Sogar halbe Wutze und die Leute haben geschleppt. Also das war schon, das ist natürlich nachher gleich auch wieder aus der Nähe geplatzt, bis der Herr Kipp dann der erste super, super Markt da oben bei uns im Industriegebiet gebaut hat. Jetzt stehen wir hier an der Ecke Spießgasse Friedrichstraße. Aber nicht draußen, sondern drinnen. Und hier war früher ein Gutshof. Der Herr Georg Fritz hatte den gebaut, beziehungsweise war der Inhaber gewesen. Es war ein stattliches Gut gewesen. Die hatten Äcker, die hatten Wingerte. Dort drunter waren Keller, da waren Wirtschaftsgebäude, da waren Ställe, da war alles drin. Große Wohnungen, wie man es so sieht. Und da vorne an dem Eckhaus, das wurde näher mal abgetrennt von dem Gutshof, und da hat ein Advokat aus Mainz, der hat es gekauft, und das war der Herr Lehne. So war das. Aber heute ist es gar nicht mehr bewohnt, und hier ist jetzt die Tafel ansässig.
Und jetzt sind wir schon bald am Ende oder sind am Ende der Friedrichstraße. Der Anfang vom Casinoberg. Und zwar war hier auf der Ecke der Getränkehandel Franz Xaver Zankl. Da haben die Alsager ihr Bier und ihr Limo geholt. Und später war dann hier drin, und das wissen viele Alsager noch, das Alsager THW war hier beheimatet. Da waren die Autos, standen im Hof, da waren Schulungsräume und die Mannschaftsräume. Hier hat das Alsager THW angefangen, bevor sie näher in die Albiger Straße gezogen sind. Heute ist das ganze Gelände ein großer Parkplatz und man weiß irgendwie noch nicht, was man damit machen soll.